Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir bauen uns jetzt erstmal. Bauen wir uns den? Ja, komm, wir bauen uns den. Was kostet die Welt, ne? Nächstes Auto bauen wir uns, sobald ich Vollgas freigeschaltet habe, alles. Also 43 oder High Heat Rennen. Ne? Dann fangen wir mal an, ein Auto voll zu bauen. Wir bauen uns ja auf jeden Fall auch noch selbst ansaugend? Bruder, weg damit. Wir bauen uns definitiv auch noch ein Ford GT. Ansonsten habe ich mir noch nicht überlegt, was wir uns bauen. Ich wollte auf jeden Fall auch noch mal einen Polestar bauen, hatte ich ja gesagt. Ich hatte überlegt, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Sachen vor uns tatsächlich, sondern eigentlich nur noch die paar Rennen, die es jetzt hier so gibt. Ob wir uns den Polestar als Offroad-Monster bauen. Keine Ahnung, wie gut das umsetzbar ist. Ich werde Freddy nochmal fragen. Vielleicht ist das ja gut machbar. Wenn nicht, macht das natürlich keinen Sinn. Ja, ich werde nochmal fragen. Und ansonsten, er kann es mir auch hier schon mal unten in die Kommentare schreiben. Ich denke aber, vorher habe ich schon geschrieben. Also vorher habe ich ihn schon gefragt, bevor er schreiben kann. Warum ist ein Showcase-Differential so schlecht? Ah, ein Showcase für Drifts. Okay, interessant. Ich habe das übrigens noch nie da unten gelesen, ne? Ja. Gut, haben wir eben 200k verballert. Da wir keine Bullenrennen mit dem fahren wollen, macht das keinen Sinn. Freddy meinte die Sachen... Entschuldigung. Freddy meinte, diese Sachen hier kann man auf B benutzen. Das dann wahrscheinlich auch. Gut, dass ich die noch nie benutzt habe. Brauchen wir aber nicht, würde ich sagen. Und diese ganzen dann auch nicht. Wobei Nitrowandler wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Nitrowandler Gegenverkehr. Das erste Mal, dass wir so viel benutzen. Ja, aber er ist teuer, würde ich sagen. Und wir fahren jetzt mal. Warum ist das noch gesperrt? Achso, wahrscheinlich einfach nur, weil wir gerade in der Garage sind, schätze ich mal. Ja, gut, dann springen wir mal. Ja, doch, da ist schneller, glaube ich, dahin. Weiß nicht, ob die Musik vielleicht zu laut ist. Wahrscheinlich habe ich nur wieder schon so komische Gefühle, dass die Musik zu laut ist. Schon breit, so ein GDR. Ich glaube, ich hatte mit Freddy sogar noch darüber geredet, dass es keine E46 gibt, sonst gibt es halt doch einen. Was meinst du? Wollen wir losziehen und rausfinden, welche neuen Rennen uns als League-Mitglieder offenstehen? Ja, ich habe eben noch die Nachricht. Hey, Dax hier. Kennst du die große Kreuzung bei der Mall in Edgewood Valley? Komm da hin und, komm einfach hin, ja? Bruder, bin fast da. Ich möchte kurz anmerken, dass das Auto echt gut fährt. Und sich sehr weird anhört, was aber im Turbo liegen wird. Yo, die Kiste hier geht ab, Alter. Weil sich das eher nach Getriebe für mich anhört. Okay. So. Ja, starten wir mal. Mal jetzt bewusst keine Musik an, weil im Westen was Neues. Hast du das richtig vorgelesen? Hoffentlich. Ist das nochmal richtig Story? Mit Cutscene und sowas? Hatten wir mit ihm jeweils eine Cutscene? Ich glaube nicht. Du bist hier. Klar, was ist los? Deine Nachricht klang dringend. Gäste. Ich dachte, ich sehe mir mal an, wie gut du wirklich bist. Bruder. Ich sehe ganz bestimmt nicht einfach nur zu. Oh, ja. Zwei Riveras zum Preis von einem. Worauf warten wir noch? Ja, komm, die rasieren wir mal kurz. Ich meine, Bruder, wir fahren ein legendäres Auto, ja? Ich habe... kleine Real Talk. Ist eine Weile her. Also schont mich doch ein bisschen, ja? Wie wär's mit Nein? Na schön, wenn ihr es nicht anders wollt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keine S4-Limo gibt, also keine S4-B5-Limo.
Dann hätte ich nämlich eine Hommage gebaut. Ein wundervolles Auto, was von uns gegangen ist, aber kann man nicht ändern. Alter, ist das Auto schnell. Und das Auto ist schnell, schnell. Oh, fuck. Okay. Ich muss ein bisschen mit der Bremse arbeiten, auf jeden Fall bei der Kiste. Aber geiles Auto. Und wir müssten theoretisch... Wie hast du denn den Start hingekriegt? Ja, ganz gut, ne? Wir müssten theoretisch die ganze Zeit eigentlich Nitro kriegen. Oder habe ich was falsch verstanden? Gegenverkehr sind wir. Oder gibt es eine Nitro, wenn auch Gegenverkehr da ist? Weil dann bringt es das tagsüber ja gar nichts. Oh, fuck. Okay, das war ein bisschen hart gebremst vielleicht. Upsi. Das war übrigens nur eine Fallbremse. Ich habe keinen Meter gelebt. Start muss ich noch arbeiten. Ja, das ist richtig. Die N3 hat sich übrigens echt kacke an. Naja, wir fahren nicht für lange damit, denn lange ist hier nichts mehr. Sag ich jetzt einfach mal so. Das Spiel ist ja bald zu Ende. Oder das Spiel ist eigentlich zu Ende, aber wir spielen noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich hätte liebend gerne eine Hommage an Herrn Kester eine RS4-Limo gebaut. Leider nicht möglich. Wer hat dein Auto getuned? Ich finde, du hast einen unfairen Vorteil. Wer hat dein Auto getuned, Bruder? Ja, leider nein. Leider gar nicht. Oh, fuck my life, Alter. Gut. Ja. Hey, warte, ich fühle mich einsam hier hinten. Macht nix, Bruder. Wenn ich schon gegen meine eigene Crew fahre, ziehe ich die auch ab. Ich finde den BMW hier extrem geil. E46E, schönes Auto. Außer die Lichter. Die Lichter finde ich echt nicht gut. Mir wird gerade klar, dass ich's mit der ganzen Crew aufnehme. Ja, und du verkackst richtig krass und ihr verkackt alle gegen das einzige Crewmitglied, das bis jetzt was gemacht hat, möchte ich mal kurz anmerken. E46 so an sich fand ich nicht schön, halt wie gesagt wegen den Lichtern. Ich war kein Fan von den Lichtern, wirklich nicht. Also von denen da. Ich finde sie inzwischen ein besser Glück, als früher. Dass mir der Sieg nicht so wichtig ist, ha? Ja, ist klar. Ich finde sie inzwischen besser als früher. Es gibt den ja noch mit so ganz kleinen Punktlichtern. Er ist dann die Motorhaube, glaube ich, einfach nur drüber gezogen über die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer sind ein bisschen anders. Bin ich noch schlimmer? Ich bin wohl doch noch ein bisschen eingerostet. Kurz mal Risk gegangen, um die Dinger zu zerstören. War vielleicht auch nicht so klug, aber hatte ich Bock drauf. Komm, jetzt Bullen. Darf er eigentlich nicht, wir sind ja ein Tag-Event, ne? Wir haben einen neuen Champion. Ja, hatten wir vorher schon. Hast du verdient. Danke. Ich hätte im Ruhestand bleiben sollen. Nein. Ist schon cool, dass du fährst, Bruder. 51k, Junge. Sehr schön. Sehr schön. Im Westen was Neues abgeschlossen. Gibt's jetzt gar nichts mehr mit dem? Also, Freddy meint, es kommen noch Rennen, glaube ich. Also, schätze ich mal, es kommen noch mehr. Weil ansonsten fahren wir jetzt dahin und machen das Offroad-Rennen. Sonst wäre der Partner ein bisschen kurz. MS 8 Minuten. Ich weiß, ich hätte mich da jetzt wahrscheinlich hinporten können, aber... Wir können noch ein bisschen... Okay, ist die Laterne da gerade... der Strommast gerade geflogen? Gut. Wir können noch ein bisschen schnacken, tatsächlich. Denn, ich glaube, ich hatte angekündigt, dass ich noch ein bisschen was machen will. Ich habe ja... Okay, das Auto scheint auch relativ einfach in den S zu gehen. Okay, ich bin falsch gefahren. Ich habe ja geplant, dass demnächst auf dem neuen Kanal was losgeht. Nämlich die Hebebühnenrestauration. Dafür muss ich noch überlegen, wie ich das Ganze filme und allgemein in Szene setze. Ich suche nach einem Stativ, damit ich... die GoPro mal vernünftig aufstellen kann und vielleicht noch so ein Kopf-Ding, dass man mal so eine Ego-Perspektive quasi hat, so ein POV, wie es ja auch so schön heißt. Das wäre auch ganz cool, glaube ich. Und dann steht dem Ganzen eigentlich auch schon nichts mehr im Weg. Das könnte lustig werden, glaube ich. Ja. Ich muss mir das natürlich auch noch alles aneignen. Ich habe ja, also ich schraube so ein bisschen an Autos, auch mehr hobbymäßig als wirklich. Bin natürlich auch kein Fachmann alles. Aber ich werde mich da an das halten, was ich kann. Nämlich ausprobieren und ein bisschen Try and Error.
Ich habe natürlich ein paar Bekannte, bei denen ich auch gerne mal nachfrage, wenn etwas nicht so gut läuft. Aber grundsätzlich habe ich halt auch keine Ahnung. Ne, ich bringe mir das ja auch alles nur selber bei. Und ich hoffe, das können wir dann zusammen auf dem neuen Kanal so ein bisschen machen. Ne? Bin gespannt, wie das angenommen wird. So, Wagen wechseln. Auf unseren kleinen Offroad-Käfer, den wir nicht umgebaut haben, glaube ich, weiter. Genau. Ah, ist schon ein bisschen ärgerlich, dass wir den noch nicht wieder umgebaut haben, ne? 246, für was für ein Level ist denn das hier? Boah, 320. Das könnte schwer werden, würde ich behaupten. Versuchen wir es mal. Ansonsten gibt es gleich einen kurzen Cut und ich ändere das nochmal kurz, dass wir auch ein bisschen Leistung hier drin haben in der Bude. Weil leistungstechnisch geht hier nicht mehr viel. Boost hätten wir noch ein bisschen mehr machen können. Hier ist ja der schöne Dreizylinder-Hybrid drin. Glückwunsch zum Aufstieg in die League. Danke. Und kein Dank wegen Mercer? Hey, übertreib's mal nicht, okay? Mich verarschen, Mädchen? Ich hab dir richtig krass einen Arsch gerettet, no joke. Den Mini finde ich auch lustig. Der stand bei uns, glaube ich, nicht zur Debatte. Ist das hier vorne ein Volvo? Ich will jetzt hier Vollgas sehen. Mach dir nichts draus, nicht nur du. Und ich fahre übrigens immer nur Vollgas. Na, boost noch mal kurz voll durch. Und fahren nach vorne. So, was ist das da? War das ein Subi? Ich konnte es gar nicht erkennen. Jetzt weiß ich, warum du in der League bist. Ja? Jetzt erst? Ich hab dich vorher schon richtig in den Arsch gekniffen. Mit einem viel schlechteren Käfer tatsächlich haben wir das erste Mal richtig in den Ass gekniffen. Da war ja noch der Standard-Käfermotor drin. Ich muss sagen, der Dreizylinder-Hybrid im Auto hier gefällt mir, also das ist ja ein Dreizylinder und ein Elektromotor, gefällt mir richtig gut, ey. Die Kiste geht gut nach vorne. Die ist sehr lustig. Fährt sich echt gut, ey. Ich muss sagen, die ganzen späteren Autos fahren echt gut, Alter. Ein Sprint war vielleicht doch keine so gute Idee. Was, ein Sprint hier? Hab ich noch gar nicht gesehen, Mädchen, aber danke für die Info. Junge, 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 Junge. Alter, Belly, ey. Gestern ist ja der erste Part Call of Duty 2 online gegangen. Ich hatte hier wirklich mehr von dir erwartet. Redest du mit dir selbst? Der erste Part Call of Duty 2 ist online gegangen. Freddy meinte irgendwie, lag das Zielen. Ich gehe da jetzt mal drauf ein, weil ich da sonst erst in Part 11 drauf eingehe in Call of Duty. Ich habe es mir nicht angeguckt, noch nicht. Ich wollte es noch mal gucken. Ich hatte bis jetzt nur leider noch nicht wieder Zeit. Es ist noch nicht vorbei. Doch, Mädchen, ist schon. Kann sein, tatsächlich, wüsste ich aber... Ja, tatsächlich, Junge, fick dich. Ich wüsste nicht, warum. Also, wie Freddy selbst betont hat, das Spiel läuft mit genug Frames. Ich nehme ja versehentlich mein OBS, mein Shadowplay-Interface auf, was nicht mehr Shadowplay heißt, sondern... Du musst hier nicht nur mich schlagen. Ich schlag ja gerade auch alle. Ich weiß gar nicht, wie Shadowplay inzwischen heißt. Anders auf jeden Fall. Nvidia Share, glaube ich. Ich nenne es weiter Shadowplay, so wie jeder normale Mensch. Ja. Man sieht das eingeblendet. Ich habe gut FPS und ja, laggt halt trotzdem. Ne? Kann ich auch nicht ändern. Zeige ich jetzt mal so. Ich weiß halt auch nicht warum. Macht überhaupt keinen Sinn. Du gewinnst ständig. Das heißt, wir müssen noch dazulernen. Ja, ist absolut richtig und nichts dran auszusetzen, Mädchen. Hat ja auch kaum Geld gegeben. Och, hoi. Oh, ich hab nur 15 Minuten oder 14 sogar. Fuck my life, was mach ich denn jetzt, ey? Ich mag's hier oben. Wärst du dabei, wenn ich was auf die Beine stelle? Klar. Kommt drauf an. Was bietest du? Lustig, dass du fragst. Demnächst wird nämlich noch eine Lieferung verschwinden. Mit Mods? Autos. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Bruder, Diebe unterstützen wir hier? Okay, interessant. Bergmanöver abgeschlossen, habe ich vorher gelesen. Das Bergmanöver heißt aber cool. Okay, ich glaube, das davor sollte einfach nur darstellen, dass es ein Elektroauto ist. Das hat sich echt dumm angehört, möchte ich mal kurz feststellen.
Wir fahren mal nach da ganz oben. Ich glaube, hier in dem Gebiet wären wir noch gar nicht, oder? Oh, wieder Musik nebenbei. Ich glaube nicht, dass wir in dem Gebiet hier schon waren, aber wir waren da noch nicht mit so viel mit dem Käfer unterwegs. Ziemlich lustig, ey. Ja, dann jumpen wir mal da runter, ne? 100 Meter? Oh, das könnte eng werden. Boah, Alter, haben die ganzen Sachen noch voll... Ja, meine Kiste ist fast in den Fritten gegangen. Um die ganzen Sachen hier nochmal richtig durchzupowern, muss ich wahrscheinlich den Käfer nochmal upgraden. Er fährt ja echt nicht so schnell. Ich glaube, hier ist nur ein Viergang drin oder so. Weiß ich gar nicht. Wollte schon wieder tatsächlich sagen übrigens. Ich hasse mich selber. Gucken wir mal, wie weit wir hier Anlauf nehmen können. Da hinten scheint noch ein Drift zu sein. Das können wir auch mal gleich ausprobieren. Ich habe ja gesagt, ich will euch nicht bei so vielen Sachen von diesem Scheiß hier mitnehmen, weil es echt stupid und langweilig ist. Aber bei so ein bisschen was kann ich euch schon mitnehmen, würde ich sagen, oder? Okay, das war gar nicht gut. Ah, scheiße. Okay, chillig, besser wird's nicht. Warum wird das nicht angezeigt? Doch, jetzt wird's angezeigt, aber der Drift da oben zum Beispiel schon wieder nicht. Heute ist ein guter Tag. Das habe ich verpasst. Ich hatte einen Anruf von Joe. Du kennst ihn noch nicht, oder? Nope. Er und sein Kumpel Richie waren in meiner Crew. Das war, bevor du aufgetaucht bist. Okay. Und er meinte so, hey, du bist jetzt in der League, das ist cool, also brauchst du noch wen für deine Crew? Ah, ein Heuchler. Und ich? Ich brauche keine miesen Loser wie euch beide. Ich habe eine neue Crew und wir kommen prima ohne euch zurecht. Ihr Versager wärt nie auch nur in die Nähe der League gekommen, wenn ich euch nicht mitgeschleppt hätte. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, ich wollte einen coolen Mic-Drop machen und hab mein Handy geschrottet. Hauptsache, du bist glücklich. What the fuck, Alter? Heute? Jetzt gerade? Absolut. Freut mich. Dann koste dein Triumph mal schön weiter aus. Mach ich. Bis später dann. Gut, das ist jetzt alles hier nicht so erfolgreich gewesen, muss ich sagen. Gibt's schon was Neues? Nö, ne? Okay. Dann würde ich sagen, war es für diesen Part ein bisschen kürzer. Aber jetzt keinen Inhalt machen macht ja auch keinen Sinn. Dann mache ich ein bisschen Erfahrung nachts. Vielleicht 2 Heatrennen oder so, wenn ich es schaffe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Ah.